Ja, gut, und dann hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, das schon anfängt mit einer Demonstration. Ridge Racer Type 4 auf der PlayStation 1. Ein Spiel, welches ich ebenfalls eigentlich noch nie groß gespielt habe, aber jetzt, nachdem ich ja Ridge Racer auch gespielt habe, werde ich das Spiel auf jeden Fall auch in Angriff nehmen und versuchen durchzuspielen. Und das Beste ist, wenn ich dieses Spiel durch habe, dann kann ich irgendwann dann mal mit Ridge Racer 5 anfangen. Und Ridge Racer 5 ist mein absoluter Lieblings-Ridge Racer Teil. Und der ist dann für die PlayStation 2. Ja, also viel zu diesem Spiel kann ich nicht sagen, ich habe einfach mal gehört und man kann es auch sehen, es ist ein relativ gut aussehendes Spiel und ich kann sogar Deutsch wählen, das ist ja geil. Ja, viel zu sagen gibt's nicht wirklich, ich würde sagen, von dem Spiel her habe ich bislang noch nie groß was gehört. Ich habe es auch nicht groß gespielt und von daher kann ich nicht viel sagen.
Schauen wir mal, was wir hier für Steuerungen haben. Diese hier gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Man hat, naja, es ist wenig. Man hat 5 Tasten plus die 2 Richtungstasten theoretisch. Hochschalten kann ich mit der R-Taste, wenn ich das so einstelle. Zurückschalten mit der linken Taste. Dann habe ich noch die Kameraansicht, die ich wählen kann mit der B-Taste, was eigentlich die Dreiecktaste ist. Und dann ganz normal. Drücken Sie die Starttaste, um das Pad zu drehen. Okay. Ne, so passt schon. Ich würde sagen 90 Grad, das ist gut. 135 müssen es ja nicht sein, aber 90 passt so. Also, was haben wir noch? Muss ich den Screen einstellen? Ja, der ist nicht ganz in der Mitte, so wie das aussieht, aber ich kann es eigentlich auch genauso gut so. Ja, vom Bildschirm her, ich kann es eigentlich genauso gut so lassen. Dann kann ich das überall dann einstellen. Passt so, jo. Können wir zurückgehen. Willkommen. Sind wir schon wieder hier auf diesem Bildschirm? Muss ich das jedes Mal drücken? Meine Fresse. Save and load. Ja, man muss trotzdem noch ein ganzes Stück Englisch können, sonst kommt man nicht voran hier. Ja, wir speichern jetzt einfach mal hier. Die Motivdatei wurde gespeichert. Also, dann kann ich jetzt Exit wählen. Ja, meine Fresse, das muss ich jetzt nicht jedes Mal auf diesem scheiß Bildschirm hier, oder? Meine Güte, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gleich mal zum Grand Prix. Welcome to the Real Racing Roots 99 Grand Prix. Willkommen zum Ridge Race, zum RRR 99 Grand Prix. Hier werden die Regeln dieses Wettbewerbs kurz erklärt. Der Wettbewerb besteht aus 3 Runden und 8 Strecken. Wobei die erste und die zweite Qualifikation aus 2 Rennen und das Finale aus 4 Rennen besteht. Der Fahrer hat in jedem Rennen maximal 4 Versuche. Wenn er auch nach dem 4. Versuch scheitern sollte, wird er disqualifiziert. Nicht schön. Die vorgegebenen Plätze sind erste Qualifikation mindestens 3. Platz, zweite Qualifikation mindestens 2. Platz und Finale 1. Platz. Um den Gesamtsieg zu ergattern, müssen Sie all diese Bedingungen erfüllen und in allen 4 Rennen des Finales als Erster durchs Ziel kommen. Dann viel Erfolg. Finde ich nett, dass das erklärt wird. Okay, 4 Mannschaften wollen gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Wählen Sie bitte unter Ihnen Ihren Vertragspartner. Okay, Pack Racing Club von Japan. Tuning normal. Die Besatzung besteht überwiegend aus Japanern. Es ist ihre erste Teilnahme an dem Turnier. Sie zeichnen sich durch ausgewogene Maschineneinstellungen aus. Racing Team Solvalu aus Italien. Tuning hard.
Dieses italienische Elite-Team war bisher der Stammsieger des Turniers. Sowohl die Mechaniker als auch die Maschinen sind erstrangig. Tuning Easy mit dem RC Micromouse Mappy aus Frankreich. Die Besitzerin dieser Mannschaft ist eine erst 24 Jahre junge Dame. Deren Fahrzeuge haben einen guten Ruf wegen ihrer leichten Bedienbarkeit. Und Tuning Expert. DIG Racing Team aus den USA. Früher waren sie äußerst erfolgreich. Aufgrund finanzieller Probleme ist ihr Sieg auch diesmal unwahrscheinlich. Ja, das ist jetzt die Frage, was wählen wir hier? Müssen wir irgendwas wählen? Da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher. Da müsste ich jetzt kurz mal im Internet nachschauen, was ich da eigentlich machen sollte. Nehmen wir kurz mal einen Walkthrough. Also, ich will nur wissen, ob das irgendwas mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun hat. Car FAQ. Mal schauen, was ist denn das? Also, the teams. There are a total of 4 teams in R4. Ah, turning, nicht tuning. Nein, da steht tuning. Da steht ziemlich sicher tuning, nicht turning. Tuning. Ja, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was wir hier für den Schwierigkeitsgrad wählen sollte. Da steht nicht viel, muss ich sagen, in diesem Fact. Dann schaue ich mal ein anderes an. Neueres. Introduction. A good bla bla bla. There are 4 teams. When choosing a car manufacturer, keep in mind that drift cars are more difficult to control. Ich kann es echt nicht sagen, also ich weiß nicht, ob das irgendwas hier zu tun hat. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Willkommen. Oh. Sieht aus wie ein typischer Italiener. Ich sag's dir gleich, nur die Auserwählten dürfen mit RTS seinen Vertrag schließen. Okay. Interessant. Dass unser Fahrer den ersten Platz holt, ist selbstverständlich. Und wie du ihn erreichst, ist auch genauso wichtig. Ich will keine Schlamperei. Du brauchst nicht nachzudenken, du musst mir nur gehorchen. Dann geht alles. Verstanden? Okay, du darfst den Vertragspartner jetzt auswählen. Das ist bestimmt das erste und das letzte Mal, dass ich auf deinen Wunsch höre. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Ich bin der Chef und gleichzeitig der Besitzer des RTS, Enki Gilbert. Ich kenne keine Gnade. Du hast hier nichts zu sagen. Bereite dich jetzt vor. Okay, Chef. Wählen Sie einen Vertragspartner aus. Ja, ich warte. Also, Assoluto, italienischer Autohersteller.
Type Drift. Die Wagen zeichnen sich durch lineare und sportliche Form aus. Lizard USA, Autohersteller aus den Vereinigten Staaten. Die Maschinen zeichnen sich durch dynamische Form aus. Dann haben wir noch Terazzi aus Japan. Japanischer Autohersteller, zeichnen sich durch Modellvielfalt aus. Und Arche Solo, französische Automarke. Die Maschinen sind stromlinienförmig und kompakt. Dann wähle ich Assoluto. Keine Ahnung, ob das etwas ist, aber wir werden ja sehen. Carname Promessa, Max Speed 189. Mit einer schönen Air Intake oben, dein Lufteinlass. Manuel. Wie du es wolltest, haben wir Assoluto aus meinem Heimatland als unseren Vertragspartner ausgewählt. Deren Heck gleitet gut bei geschickter Pedalsteuerung. Der Neuwagen steht schon in der Garage. Zeig mir, wozu du in der Lage bist. Okay, Race 1, Circuit Helter Skelter in Yokohama. Dritter muss ich werden. Car Data. Ja, ich kann da nicht viel machen, so wie es aussieht. Also, Start. Stürzen wir uns mal ins Getümmel. Real Racing Roots 99 in Helter Skelter. Ah, ich sehe überhaupt nicht, was durchgeht. Komm schon. Oh, steuert sich noch ganz gut zusammen. Alter, geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Also, Rang 5. Zwei Leute muss ich mindestens noch überholen. Ah, verdammt. Lass dich noch ganz gut steuern, wie gesagt. Komm, vielleicht reicht es noch für den ersten.
Das steuert sich schon relativ ähnlich zu Ridge Racer 5. Ach, ich habe schon lange nicht mehr mit dem Netcom gespielt. Also, das ist schon mal der Sieg, aber das war auch nicht sonderlich schwer. Also, Resultat erster. Gratulation, du hast dich qualifiziert. Also, nicht übel. Erster Platz im ersten Rennen. Das war ganz okay. Allerdings hast du die Leistung des Wagens noch lange nicht ausgenutzt. Wenn das so weitergeht, schaffst du es höchstens bis zur zweiten Qualifikation. Wenn du weiterkommen willst, musst du dich in dieser einfachen Qualifikationsrunde verbessern. Zeig mir in der nächsten Runde, dass du das kannst. Ein RTS-Fahrer hat es zu können.